Auf der Wache Duisburg wird gerade ein alkoholisierter Mann in die Ausnüchterungszelle gebracht, bevor Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens und Kriminaloberkommissar Boris Peters mit einem blutigen Familiendrama konfrontiert werden. Der Herr, gut sehen Sie aus heute wieder. Ja, ja. Ja, Problem. Willi ist unten. Weißt du, was immer vier, ne? Er schläft schön. Zeit, ne? Falls die Frau anruft, ne? Ich weiß Bescheid. So. Oh. Horst, der Mann, Patrice. Was ist? Wie heißen Sie? Mein Vater war. Wie heißen Sie? Sie müssen unbedingt zu meinem Bruder. Aber nicht hoch, sonst geht alles ins Blut. SEK! RTW ist bestellt. RTW ist bestellt, gut. Wissen wir, wer sie ist? Hat sie noch irgendwas gesagt? Hildegardstraße 12, der Vater war es. Bei wem? Wie heißt sie? Ihr müsst das selber übernehmen. Ihr müsst nee, SEK. SEK, Großlage. Horst, los, kommt ihr bei. Wenn wir zu solchen Einsätzen gerufen werden, wo es mit um massive Gewalt geht, ist ganz klar, auch wir sind nur Menschen, wir fahren dahin. Und ich kann für mich nur sagen, ich habe dann auch Angst. Und jeder Kollege, der dahin fährt und sagt, er hätte keine Angst, spielt eigentlich mit seinem Leben, weil die Angst ist ein guter Ratgeber und macht uns vorsichtig. Und das sollten wir sein, weil wir in solchen Fällen nie wissen, was erwartet uns hinter der Tür. Während die Sanitäter um das Leben der Schwerverletzten kämpfen, zögern die Beamten nicht. Sie brechen sofort auf, um den Vater zu fassen und den Bruder zu retten, der noch in dessen Wohnung ist. Links. Großtür auf. Ihr kommt mit. Pass auf. Im Haus waren. In die Hausecke, ich sichere euch. Ihr kommt mit. Normalerweise würde man natürlich bei so einem massiven Waffeneinsatz und man nicht weiß, was vor Ort noch an Waffen vor Ort ist, das SEK rufen, das haben wir versucht. Das SEK hatte eine Großlage, war für uns nicht verfügbar. Dann gehen wir natürlich selbstständig da rein, weil natürlich auch gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben zu vermuten ist für Dritte. Und dann schützen wir uns selbstverständlich auch mit schusssicheren Westen. Und gemäß unserer Ausbildung durch die Eigensicherung sichert einer den anderen Kollegen ab. Das waren Schüsse. Stefan, hinten zur Ecke. Zieh die Waffe. Vorsicht bei den Fenstern. Horst, du bleibst hinter mir. Hinter mir. Habt ihr? Okay, du bleibst hier. Sicher? Sicher. Achtung, wir sind richtig, hier ist Blut. Waffe runter, Polizei, auf den Boden, legen Sie die Waffe weg. Hast du? Hinlegen. Herkommen. Vorwärts. Runter. Arme lang. Weiter. Hinlegen, flach auf den Boden, Arme auf den Rücken. Und so bleiben. Gehst du ran? Ich hab'n. Kann ich Ihnen das gleich erklären? Gleich, immer mit der Ruhe. Hier ist alles voller Blut. Sie haben eine Schusswaffe in der Hand. Ist noch jemand im Raum, im Haus? Wissen wir noch nicht. Wer ist noch im Haus? Niemand. Ich denke niemand. Mein Vater müsste noch da sein. Das ist nicht doch. Niemand. Wer sind Sie? Ich bin der Julian Rieke. Ich kann mal gucken, raus. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Okay? Ja. Ist Ihr Vater noch hier? Sie bleiben ruhig. Ist Ihr Vater noch hier? Das weiß ich nicht. Da der junge Mann, den wir angetroffen haben, definitiv nicht der Vater ist des Opfers, war klar, es besteht die große Gefahr, dass der noch sich im Gebäude aufhält. Aus diesem Grunde haben wir auch den Julian vor Ort nicht befragt, sondern ihn einfach, als wir ihn gefesselt haben, sicher aus dem Gebäude bringen lassen. Und Julian selber wird dann an der Wache vorgeführt. Dann wird genau festgestellt, welche Art seiner Beteiligung an den Geschehnissen waren. Ist er kein Täter, ist für uns ganz wichtig. Ist er Zeuge, ist er Augenzeuge gewesen. Das wird alles abgeklärt und stellt sich im Rahmen der Ermittlung heraus, dass er mit der Tat als solches nichts zu tun hatte und auch nicht hätte helfen können, wird er selbstverständlich hinterher ab der Wache entlassen. Nur zur Eigensicherung wurde der Bruder des Opfers verhaftet, aber kurz darauf wieder freigelassen.
Zur gleichen Zeit durchforsten die Kripo-Beamten höchst angespannt die Wohnung des gefährlichen Vaters, gefasst von dem Mann angegriffen zu werden, der die eigene Tochter fast umgebracht hat. Spuren, Schuhe. Ich sehe. Ich kann da durchgucken, ich sehe da nichts durch den Schlitz. Sicher, weiter. Was ist? Spinntür. Sicher. Nichts, weiter. Guck dir das an. Ach du Scheiße. Totschläger, Messer, Waffen, alles voll. Wir müssen echt aufpassen. Offensichtlich ist der Vater ein Waffennarr. Wir haben Schrank gefunden mit diversen Schusswaffen und Stichwaffen. Hinzu kommt, und das ist eine gefährliche Kombination, halt, eine unheimliche Menge an Spirituosen. Jetzt Abstellraum leer, sauber, fertig. Ist so. Abgeschlossen. Okay, Wohnung sicher. Jetzt müssen Wohnung wir die, sicher. Müssen uns die andere Waffe holen. Das ist die Küche. Das ist die Küche wieder. So. Nicht, dass da einer wieder reinkommt. Wo ist das? Ich hol mal die Waffe. Holst du die Waffe? Ich geh raus. Und sag den Kollegen Bescheid. Garage. Jan! Jan! Ja. Garage. Tür auf. Okay. Ich geh vor. Ja, geh vor. Die Tür ist auf, geht. Ich sicher. Das andere. Hier ist sicher. Scheiße! Scheiße! Vor! Ja. Halt, Polizei! Polizei! Scheiße! Los! Wo ist der hin? Da ist er rum. Okay. Nach der Auslösung der Nahbereichsfahndung über die Leitstelle Egon haben wir uns selber an der Fahndung beteiligt, haben den Nahbereich abgefahren, selber nach dem Fahrzeug gefahndet. Wir haben nach wenigen Minuten in der Seitenstraße das Fahrzeug aufgefunden. Ja, ist er. Das ist er. Erste Tätigkeiten sind immer gucken, Motorhaube warm, wie lange steht der Wagen. Obwohl in dem Falle war es natürlich nur ein paar Minuten. Die Fahrradtür war geöffnet, sodass wir den Wagen durchsuchen konnten. Wir mussten davon ausgehen, dass eventuell noch weitere Waffen sich im Fahrzeug befinden. Hier. Ruf du mal, ich sehe komm mal was hier. Eine Nummer steht noch drauf. Normalerweise ist das nicht wirklich erlaubt, ein Mobiltelefon, weil es auch wie Briefe dem Postgeheimnis unterliegt, zu durchsuchen, weil es dann eventuell als Beweiskraft an Beweiskraft verliert. In diesem Falle haben wir die letzte Nummer überprüft, glücklicherweise. Weißt du, wer das war? Das Krankenhaus, die Rheinklinik. Die hat mich angemault eben, hat gesagt, sie haben doch gerade eben angerufen. Ich habe ihm doch gesagt, dass ihre Wo ist denn die Kleine hingekommen? Der ist die Kleine wohl hingekommen. Egon anrufen. Wir hauen ab. Mach Kollegen. Handy nehmen wir mit als Beweisstück. Im Rahmen unserer Fahndung haben wir auch dafür gesorgt, dass unsere Leitzentrale umsetzt, dass keine Person an die Geschädigte herangelassen wird. Weil für uns steht eigentlich fest, dass der Flüchtige auf dem Weg zu seiner Tochter zum Krankenhaus ist. Und wir einfach nicht ausschließen können, dass er seine Tat vollenden will. Der Vater hat mehrmals versucht, seine Tochter im Krankenhaus zu erreichen. Die Kommissare sind sicher, dass er jetzt auf dem Weg zu ihr ist, um seinen Amoklauf fortzusetzen. Nichts ahnend, dass der Bruder nach seiner Freilassung auch in der Klinik ist, um seine Schwester zu besuchen. Die Kollegen von der uniformierten Polizei waren auch sofort da. Wir halten uns dann als zivile Beamte zurück, weil wir eventuell nicht sofort als Polizei erkannt werden. Die uniformierten Kollegen werden als Polizei wahrgenommen und haben da ganz andere Möglichkeiten einzugreifen als wir. Was ist hier los? Ey, hey. Mal auf hier! Polizei! Polizei! Messer! Messer! Messer auf den Boden, hat er gesagt! Ich schieß ins Bein! Messer runter! Sofort! Mach das Messer runter! Hey! Das haben wir Glück gehabt. Verdient hast du das erst recht. Komm, jetzt runter. Runter. Gerade hinlegen.
Gut. Alles gut. Nimm die andere. Die beiden Personen, der Vater war sehr aggressiv, hochemotional sozusagen, griff in die Tasche und holte plötzlich dieses Messer hervor. Ich glaube, das erübrigt sich, dass man nicht erkennt, dass man heftigste Wunden damit auslösen kann. Und war offensichtlich auch bereit, das Messer gegen seinen eigenen Sohn einzusetzen. Mann, ey. Das ist mein Vater, der Herr. Danke. Ja, wie gesagt, er hat mich angemacht, plötzlich, als ich draußen am Rauchen war, ich wollte meine Schwester besuchen gehen. Die wurde heute niedergestochen, auch von ihm. Und nach dem ganzen Streitereien und allem Möglichen, ich wollte meine Schwester einfach nur massieren. Wissen Sie, der Mann hängt an der Flasche, kriegt nichts mehr im Leben auf die Kette. Wollen Sie schon behandeln, in Verletzung gehen? Nein, muss ich wahrscheinlich gleich nochmal reingehen. Ja, besser. Ne? Ja. Ist es Ihnen schwindelig oder so? Bisschen. Ja, sollen wir uns besser mal hinsetzen drin? Können wir gerne. Sollen wir mal reingehen? Festmachen oder was? Aufstehen. Der Zustand des Vaters, offensichtlich Alkoholiker, schwerer Alkoholiker, hat auf die laufenden Ermittlungen, was das Gewaltverbrechen angeht, keine Auswirkungen. In der Rechtsprechung gibt es einen Paragraphen 330c, der immer dann zum Greifen kommt, wenn jemand sich nicht mehr im Zustand der freien Willensbestimmung befindet. Das heißt, er ist so betrunken, dass er nicht weiß, was er tut. Aber das ist nicht die Aufgabe der ermittelnden Behörde, der Polizei, das zu beurteilen. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft und des Richters. Er wird vorgeführt, vorläufige Festnahme. Er geht auf Zelle, erstmal an der Wache. Wir haben jetzt freie Hand. Was war mit ihm? Den haben wir vorhin im Haus gesehen. Er ist stabilisiert, dem ging es ja nicht gut. Der soll sich jetzt mal untersuchen lassen. Den haben wir jetzt erstmal reingebracht. Die Kollegin beruhigt ihn gerade. Oh, das ist schön. Damit er ein bisschen runterkommt. Ne? Er steht noch unter Schock, der Kerl. Der sieht ja auch nicht so gesund mehr aus. Ne? Nee, er hat ja auch ein paar Blessuren. Kann man das verstehen, ne? Guten Tag. Hallo. Boris Peters, ein Kollege. Hallo. Moment. Ja, und nach vorne hatten wir doch schon mal das Vergnügen. Ja, mehr oder weniger, ne? Hübscher geworden sind in der Zwischenzeit auch nicht. Leider nicht. Tut mir sehr leid. Okay. Soweit alles im Griff für ihn? Bei mir ist alles in Ordnung. Dankeschön, außer die paar Schürfwunden. Okay. Ansonsten ist alles okay. Danke, danke. Hat sie schon einen Arzt gesehen? Nee, jetzt gleich, denke ich mal. Ich warte jetzt gerade noch. Okay. Wurden Sie auf der Wache vernommen? Haben Sie zur Aussage gemacht? Wurde ich vernommen, ja. Gut, können Sie uns gerade noch mal umreißen, was wirklich passiert ist? Selbstverständlich. Meine Schwester hatte mich angerufen, dass sie zu meinem Vater fahren würde, wo wir schon längere Jahre lang keinen Kontakt mehr zu haben. Okay. Sie brauchte irgendwie Formulare ausgefüllt werden vom BAföG-Amt. Und wie gesagt, nachdem sie mich angerufen hatte, habe ich kein gutes Gefühl gehabt, dass sie zu meinem Vater fährt, weil wir seit Jahren lang keinen Kontakt mehr haben. Er ist starker Alkoholiker ist und wie gesagt, ich bin direkt hinterher. Und wie Sie mitgekriegt haben, Sie haben mich ja beide zu Boden bewältigt. Und davor ist das halt so passiert, dass ich halt reingekommen bin. Ich habe mich mit meinem Vater sehr stark gestritten. Meine Schwester wollte dazwischen gehen, hat in dem Moment auch das Messer abgekriegt. Deswegen liegt sie ja jetzt hier. Ja. Und den Rest haben Sie ja gemacht. Aber soweit sind Sie, soweit erstmal okay? Bei mir ist alles okay, mir ist ein bisschen schwindelig, ein bisschen Kopfschmerzen. Ist klar, von der lassen Sie sich gleich behandeln. Sie wissen, dass Sie auch externe Hilfe in Anspruch nehmen können. Okay. Wenn Sie noch mal Fragen haben oder einfach nur mal so zwischenmenschlich, Sie dürfen uns gerne anrufen. Gerne. Soweit wir das dürfen und das möglich ist, haben wir ein Ohr für Sie. Das muss natürlich passen, ist klar. Dann müssen wir einen Termin finden. Wenn Sie noch Fragen haben zum weiteren Verfahren und was Sie machen können oder sowas. Und wenn Sie jetzt davor stehen und das ist ein Riesenberg für Sie oder sowas, wir können Ihnen da auch Ratschläge geben. Bei innerfamiliären Auseinandersetzungen sind die psychologischen Folgen nicht zu unterschätzen, die dabei entstehen können. Im Rahmen der Vernehmung, Zeugenvernehmung als auch Beschuldigtenvernehmung, in diesem Falle aber gilt die besondere Fürsorge den Opfern, werden wir natürlich auch nachfragen, wie denn das jeweilige soziale Umfeld ist. Wir werden in diesem Zusammenhang auch empfehlen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hinzu kommt, dass es natürlich auch so etwas wie Ansprüche auf Opferentschädigung gibt. Das ist zum Beispiel, wenn ich da nicht weiter weiß, kann ich mich an den Weißen Ring wenden. Die begleiten Personen, die sich in dem Paragraphendschungel nicht so auskennen, auch auf dem Wege, dass sie ihre Rechte einfordern können. Die Frau hat den Anschlag mit viel Glück ohne gesundheitliche Schäden überlebt. Sie und ihr Bruder können das Trauma dank eines Psychologen verarbeiten und mit ihren Aussagen dafür sorgen, dass ihr Vater lange ins Gefängnis muss.